Wir schreiben den 6. Travier, 1028 nach Bosbarans Fall. Seit einem halben Tag tobt bereits die Schlacht von Reichserzmarschall Leomar vom Berg. Mit seinen frischen Truppen aus Lowang und dem Sveltal konnte er die Stadt Werheim umkreisen. Nach einem Befreiungsschlag von Helden nach Wahrung hat sich Rassasor, der schwarze Drache, erhoben und der Angriff gegen Mirona Yamenario konnte beginnen. Die Nekromantin hat einst die sieben Gezeichneten gestritten, nun ist sie die verkommene Herrin des Untods innerhalb der Stadt. Die Streitkräfte kommen von drei Seiten auf eiserne Mauern zu und kämpfen sich Meter um Meter unter Rückschlägen nach vorne. Nun, nach einem halben Tag seid ihr angekommen und werdet nach eurer freiwilligen Meldung beim Herrmeister vorsprechen. Ihr werdet vor das Zelt von Leomar vom Berg gebeten und verweilt dort nun in eurer kleinen Gruppe. Nur noch wenige Augenblicke, bis ihr hineingebeten werdet. So steht ihr vor dem Zelt. Der Wind schneidet kalt unter eurer Haut. Ardo, bitte eine kleine Beschreibung von dir. Was sehen die anderen? Ihr seht einen Mann mittleren Alters, der in eine Lederrüstung gekleidet ist, anderthalb Hände auf dem Rücken trägt, ein Schwert, ein Dolchgurt mit mehreren Wurfdolchen darin über die Brust gespannt. Er sieht ziemlich durchschnittlich aus. Braunes Haar, braune oder grüne Augen, relativ ähnliche Züge und neben ihm ein Werheimer Bluthund. Er hat sich jetzt so ein bisschen abgekniet und streichelt über das Fell der Hündin. Ihm gegenüber steht Ture Arilschun, ein Torwaler, wie er im Buche steht. Eine Beschreibung bitte von dir. Ja, wie es für einen Torwaler üblich ist, der groß, breitschultrig, hat wohl mal blondes Haar besessen, welches jetzt aber mehr zu einem silbrigen Braun-Grau geworden ist. Der Kampf hat, oder die vergangenen Kämpfe haben offensichtlich ihre Spuren hinterlassen. So sieht man die über die Stirn eine Narbe gehen, die offensichtlich verbunden und verarztet worden ist. Er hat ansonsten bei sich ein relativ schlichtes Kettenhemd, worüber er eine Jacke im Bornländer-Stil führt, welche allerdings blau und mit Wellen und Walmustern verziert ist. Er hat ein Schild, ein Torwaler Rundschild, an seiner Seite, der offensichtlich sehr aufwendig verziert worden ist, auf dem die ein oder andere Narbe sich befindet, oder Kerbe, die eine Waffe geschlagen haben mag. Allerdings sieht der Schild noch immer sehr brauchbar und sehr fest aus. An seiner Seite ein Schwert, auf dem seine Hand nun ruht, nachdem er den Blick mit das Feld gleiten lässt und dann die Person in seiner Umgebung mustert. Neben ihm steht eine rothaarige Person, Midas. Ja, genau. Ein relativ unscheinbarer Mann, gar nicht so alt, leichter Bartwuchs, ungepflegt. Relativ unscheinbar steht Midas da. Was an ihm auffällt, ist tatsächlich, dass er eigentlich nichts Besonderes zu haben scheint. Und er ist weder besonders groß noch besonders stark. Er sieht weder besonders gut noch besonders schlecht aus. Seine rotbraunen Haare sind weder besonders lang noch besonders kurz. Ja, was auffällt ist, dass er einen grünen Mantel trägt. Darunter scheint sich wohl eine Waffe zu befinden. Und ja, eventuell etwas Rüstzeug, aber viel mehr kann man auch nicht sehen. Etwas, ja, abschätzend die anderen Anwesenden an und immer wieder in Richtung des Zeltes. Und der vierte im Bund, ein Adeptus Minor von einer Gilde. Seid euch nicht ganz sicher, von welcher der Gilden? Eslam. Ja, Eslam von Marktfelde. Er ist durchschnittlich groß und auch von einer recht durchschnittlichen Figur. Man erkennt sofort, dass er definitiv nicht körperlich so geschult ist wie so manch anderer Krieger. Er trägt eine Reisekleidung, die recht zweckmäßig ist, aber natürlich eben auch an den Borten mit Ahnen Symbolen verziert ist. Auffälliger ist natürlich sein
fast mannshoher Magierstab aus einem absolut weißen, man möchte schon sagen bleichem Holz, der oben am Kopf in eine Geisterfigur endet. Da er auch sichtlich ein recht eitler junger Mann ist, er ist noch keine 30 Götterläufer alt, hat er, während wir alle noch so vor dem Zelt stehen, seine Kleidung ein wenig gerichtet, gezuppelt und hat einen prächtigen weißen Gürtel mit ebenfalls arkanen Symbolen angelegt und hat seinen ganz normalen Reisegürtel, der die Hose hochgehalten hat, in seinen Rucksack verstaut. Und ja, steht da jetzt natürlich ganz gebannt und wartet, was als nächstes kommt. Ah, hallo, ihr seid auch hier. Euer Gnaden. Ja, schön, euch wiederzusehen. Ja. Ich, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und haltet ihr die Hand. Ich schlage ein. Nun, ihr habt euch auch freiwillig gemeldet, nehme ich an. Natürlich. Geht ja um, naja, meine alte Stadt. Ah, ich verstehe. Kennt ihr diese anderen beiden hier auch? Ein Adeptus? Ah. Ich glaube, von dem Torwaler habe ich schon mal was gehört. Ein Bekannter hat mal etwas darüber erzählt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Als er hört, dass offensichtlich von ihm gesprochen wird, dreht sich der Torwart zu euch und nickt euch einmal zu. Mit 12 zum Gruß, das Waffen hier voran. Den 12 zum Gruß. Dank. Sag, kenne ich euch? Das glaube ich nicht. Tore Arielsson ist mein Name. Wenn ihr nicht gerade in der letzten Zeit in Trallop gewesen seid, dann werden wir uns wahrscheinlich nicht so wirklich kennen. Aber ich bin viel unterwegs. Trallop, das meide ich seit einem Vorfall. Sieht man, hast du irgendwelche Zeichen deines Gottes an dir? Nee. Gut. Also nicht an dem Mantel. Der Herr dort nannte euch euer Gnaden. Ihr seid also ein Diener eines Gottes. Ja, ich bin ein Geweihter des Herrn Fex. Das wäre ja auf der Hand, liegt ja wohl auf der Hand irgendwie. In der Tat, es sind einige von uns der Tage hier. Und gerade wenn es um gewisse Operationen geht, sind wir doch ganz nützlich. Und das glaube ich. Und dann geht mein Blick zu dem Herrn Markus herüber. Und ihr? Darf ich euch nach eurem Namen fragen? Ja. Ich nehme mal an, wenn ihr hier steht, dann gehören wir wohl alle zusammen irgendwie. Sei denn, es ist ein sehr komischer Zufall. In der Tat nicht an Zufälle. Mag man natürlich nicht glauben. Hesinde und die anderen 11 zum Gruße. Mein Name ist Eslam von Marktfelde, Adeptus Minor der Schule der Austreibung zu Pericum, gegebenermaßen eine Schule recht weit von hier, und es waren natürlich auch wieder Umstände, vielleicht unglückliche, vielleicht doch nicht unglückliche Umstände, die mich hierher brachten. Eigentlich vor einiger Zeit war ich versucht, nach Lowang zu kommen, um dort eine Schule der Macht oder eine Halle der Macht noch einige Studien fortzuführen, mal wieder anders. Auf jeden Fall ereilte mich natürlich der Ruf als mittelreicher Bürger und als anständiger Mittelreicher natürlich hier meinen Schäfern auch in die Waagschale zu werfen, zumal, wie ich gehört habe, die Gaben der Herrin Hesinde durchaus vonnöten sind. Oh, das sind sie in der Tat. Immer. Kluges Handeln und umsichtige Aktionen gehen Hand in Hand. Ja, erfolgreichen. Nun ja. Wir wissen ja alle, dass wir hier sind, nicht wahr? Welch eloquente Ausdrucksweise. Ich hoffe, unsere Feinde wissen das zu schätzen. Ich schmunzle einmal. Ach, nun, wenn sie das nicht zu schätzen wissen, ich habe auch genug andere Ausdrucksweise.
glaub mir, ich ebenfalls. Ich klopfe dabei auf den Knauf meines Schwertes an der Seite. Genau, in diese Art. Die Plane wird zur Seite geschoben. Ihr könnt sehen, wie ein kräftiger Novadi nach draußen tritt. Auf seinem Arm könnt ihr sehr untypisch erkennen, eine große Löwentätowierung. Normalerweise tätowieren sich Novadis auf keinen Fall. Nickt euch zu, grummelt irgendwas. An seiner Seite ein großer, ein Säbel, eine novadische Waffe, ein Reitersäbel. Ihr könnt jetzt reinkommen. Nun, die Herren, dann wollen wir ihn nicht warten lassen, nicht wahr? Natürlich ganz selbstbewusst ein. Vor euch, wenn ihr das Zelt betretet, könnt ihr sehen, an einem großen Tisch, an einer Tafel und hinter ihm viele weitere kleine Karten, Fähnchen, Wimpel. Leomar vom Berg, der Reichserzmarschall. Er ist ziemlich bleich, seine Augen sind eingefallen, er ist dünn geworden. Aber er nickt euch zu, wenn ihr hineinkommt. Ihr Helden, ihr habt euch freiwillig gemeldet? Sehr gut. Ich brauche jeden Mann. Kommt rein. Plane zuhören. Wir haben... Dann trete ich meinen Tisch heran. Wir haben bereits seit einem halben Tag den Angriffssturm auf Werheim entfesselt. Doch wir kommen nur schleppend voran. Von Norden her greift Ludiger mit seinen Truppen an. Vor allem die verlassene Fechtschule hier und hier. Dabei deutet er mal auf die große Karte von Werheim, die aktualisiert worden ist und von dem ehemaligen, vom Stolz des Reiches ist nicht mehr so sehr viel zu sehen. Schild des Reiches wurde es ehemals genannt. Jetzt ist es wohl einfach zerbrochen und zersplittert, nachdem Galotta mit seiner fliegenden Festung hier abgesunken ist und das Magnum Opus von Agrimod entfesselt hat. Wir haben eine weitere Obristin, die im Westen versucht, an die Stadt heranzukommen. Und auch im Süden versuchen wir es. Die Flussseite ist zwar selbst nicht mehr begehbar, aber auch im Süden. Vor allem meine Truppen kämpfen dort. 200 Mann. Die eiserne Stadtmauer steht bereits, aber wir brauchen euch. Ihr müsst vom Osten her eindringen und die Tore öffnen. Unsere Ablenkungsschläge haben zumindest dafür gesorgt, dass wir diesen Teil der Stadt haben, so etwas wie unbewacht gelassen. Es gibt zwar nicht mehr so viele Truppen im Inneren, aber diejenigen, die noch dort sind, werden sicherlich nicht mehr im Osten stehen. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht vereint über den Osten eindringen können. Das Mithraelsfeld liegt dort und die Geister, die Dämonen, die dort immer noch wüten, sorgen dafür, dass wir uns dort nicht sammeln können, sondern wir so schnell wie möglich durch die Tore dringen müssen, wenn sie geöffnet sind. Perfekte Möglichkeit für euch. Das wollte ich gerade ansprechen. Wie sieht es Dämonen und Geistern aus? Gibt es irgendwelche Berichte? Ja, viele, alle. Geister, Dämonen, Untote. Irgendetwas, von dem man weiß, dass es häufiger vorkommt? Alles, vor allem in der Nacht. Wie viel Uhr war es noch gleich? Mitte des Tages. Okay. Nun, die Untoten. Hast du die richtige Zeit ausgesucht? Ja, sprecht. Nö. Wie die das? Untoten. Die Untoten sind ebenfalls ein Problem, aber ich denke, es ist durchaus am sinnvollsten, dort einzudringen, wo ihr vorgeschlagen habt. Etwa bekannt, mit wie vielen Gegnern oder überwindbaren Hindernissen man im Torhaus zu rechnen hat. Das kommt darauf an, wie geschickt und schnell ihr seid. Sicherlich werden vielleicht 7 Leute dort sein, vielleicht mehr, Söldner, Untote, aber sicherlich keine Dämonen. Die werden sie auf unsere Truppen gelenkt haben. Wir rechnen mit normalen, profanen Söldnern, vielleicht von der Jahrhalkengarde oder so etwas. Das ist eine Menge, mit der man umgehen kann, auch wenn man im Kleinen operiert. Ihr solltet euch nicht in Kämpfe in der Stadt verwickeln lassen, so wie ihr es tut. Ihr solltet so langsam, nicht so langsam wie möglich, aber so leise wie möglich sein. Ihr solltet euch vielleicht miteinander vertraut machen, wenn ihr so sehr zusammengewürfelt seid. Ich kenne zwar euch, Midas, und auch von euch, Eslam, habe ich bereits gehört, aber mit dem Rest, ihr seid ein Torwarder, der Mann fürs Grobe. Dafür werden wir meistens gehalten.
Sagen wir, ich kann gut zuschlagen, ja, aber das ist nicht meine einzige Stärke. Ich bin gewaltertes Waffnier. Ah, Glückwunsch. Ihre Gnaden. Ich kann so ein bisschen Abfälligkeit sehen, aber scheint ihn nicht wirklich zu interessieren. War eher eine Höflichkeitsfloskel. Ja, ich gehe darüber hinweg. Bin ja sowas im Grunde genommen gewohnt. Ich schaue ihm aber auch ziemlich direkt in die Augen. Also da halte ich mich jetzt nicht zurück. Und Ardo, ihr ist Glücksretter. Hat schon die ein oder anderen Aufgaben für mich erledigt. Vor allem drüben in der Wildermark. Über den Fluss rüber. Wem das geschafft ist. Ja, jedes Mal sehr spannend. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber jedes Mal kehrt er wieder nach Hause. Das sind doch erfreuliche Umstände. Wenn es weg so will, kehren wir auch dieses Mal wieder heim. Ich will zoffen. Wie das? Also gut, gibt es Fragen? Wenn ihr das Tor ausgeöffnet habt, dann solltet ihr am besten dort nicht verweilen. Dringt am besten weiter in die Stadt ein, hinterlasst Zeichen für uns, füchsisch. Dabei nickt er in Richtung von Lidas. Und sucht den besten Weg durch die Gassen ins Zentrum der Stadt. Wir vermuten, dass sich die Herrmeisterin Mirona Yemenario in der Mitte aufhält. Sicherlich irgendwo beim Praios-Tempel, wenn er denn noch steht. Etwas über die anderen Tempel bekannt. Über die anderen Tempel bekannt. Wir können euch natürlich etwas über die Überreste zur Burg Kamalet erzählen. Ein Drache hat dort sein Feuer gespien und die Steine hat schmelzen lassen. Der Tempel des Effort, der Raya, der Zar wurden mitsamt einem großen Teil des Tempelsgartens in die Tiefe gerissen. Der ehemalige Praios-Tempel ist wohl in zwei Hälften gespalten. Dort gibt es immer wieder verhüllte Gestalten, sagen unsere anderen Späher, von denen allerdings nur noch wenige zurückgekehrt sind. Der Ingrim-Tempel ist wohl komplett eingesunken und nicht mehr begehbar. Er steht den anti-elementaren Kräften ausgeliefert, durch die Spalten abgeschnitten. Da. Man kann zwar noch unheimliches Hämmern aus den Ruinen des Gebäudes hören, aber bis wir genaueres wissen, wir werden die Städte wieder zurückerobern müssen, bevor wir wissen, was mit dem Ingrim-Tempel passiert ist. Gut. Meine Herren, haben Sie irgendwelche Fragen hinsichtlich unserer Lage, hinsichtlich der Lage der Stadt? Puh. Wenn ihr etwas braucht, sagt es beim Quartiermeister. Ich vermute, Heil und Tränke sind zu viel verlangt. Wir können euch sicherlich einen Heiltrank mitgeben. Den würde ich gerne nehmen. Die normalen Soldaten haben natürlich keine, aber ihr als Glücksritter werdet sicherlich einen brauchen. So abseits, wie ihr kämpft. Da wir uns ja wohl auch über eine Mauer bewegen müssen, an irgendeiner Stelle zumindest, oder abseilen oder sonst wie, brauchen wir auf jeden Fall Kletter-Equipment. Keine Sorge, darum werde ich nicht kümmern. Die eisernen Mauern sind ungebrochen. Das ist wohl das Einzige, nachdem sie verstärkt worden sind mit der göttlichen Kraft und auch der elementaren Kraft. Sie sind ungebrochen und nun machen sie uns selbst das Vorankommen schwer. Das Innere der Stadt ist heilloses Durcheinander, nachdem das Magnum Opus entfesselt wurde. Hat euer Gnaden, er sprach auch von Geisterwesen, die uns dort im Osten der Stadt erwarten würden. Er nickt. Darüber etwas mehr, wie viele es sind, oder etwas genauer darüber? Wilhelm war einst groß und stark. War es doch einst meine Bleibe. Von den ehemaligen tausenden Einwohnern sind nur noch 700 geblieben, so schätzen wir zumindest. Wenn überhaupt. Und ob sie nun als Geister, Skelette oder als Spuk dienen, als Gespenster, Geister, ich habe keine Ahnung, wie man sich so etwas nennt, aber es sind viele. Ach so, das ist es. Er nickt und blickt ein bisschen gedankenverloren auf die Karte. Nun, meine Herren, wenn wir dort eindringen sollten und gelingt, die Mauer zu überwinden, das Torhaus zu nehmen und die Tore zu öffnen und wir aus irgendeinem Grund getrennt werden, wir sollten auf jeden Fall einen Ort in der Stadt vereinbaren, an dem wir uns wieder zu treffen gedenken.
Irgendwelche Vorschläge? Ein Ort, den man leicht erreichen kann. Die Orte, die man leicht erreichen kann in der Stadt, sind leider aber auch die Orte, die ebenfalls der Feind leicht erreichen kann, weil es meistens über große Plätze verfügt. Werheim ist glücklicherweise relativ geradlinig angelegt. Ich schaue mal kurz. Er hat ja da eine Karte auf deinem Tisch, ne? Ja, aktualisiert. Relativ geradlinig angelegt. Das Problem ist, dass die meisten guten Plätze auch irgendwie einsichtig sind. Hat irgendjemand mal hier in Werheim vor seinem Fall einen Aufenthalt gehabt, dass er sich da besser drin auskennt? Ich habe hier gewohnt. Gut. Ich finde eure Idee gut, muss jedoch sagen, ich war noch nie in Werheim. Ardo kommt von hier. Aber keine Sorge, natürlich hat der Feind geschanzt. Es gibt brennende Trümmerteile, die in der Stadt liegen und auch einige Teile der Festung, die hinuntergebröckelt sind, als sich die Festung einmal abgesenkt und einmal wieder erhoben hat. Es gibt überall Barrikaden, die angezündet worden sind. Vielleicht, hier aufzugreifen, wäre es Möglichkeit, sobald wir vor Ort sind, einen F-Punkt oder einen Punkt auszumachen, wenn wir versprengt werden, dass wir uns dort wieder sammeln können. Nun, gegenwärtig haben wir die Karte vor uns. Ich wollte dieses Mittel nutzen. Ich würde vorschlagen, einen Hinterhof oder etwas Ähnliches zu wählen. Da unser Eindringen hoffentlich nicht bemerkt wird, wäre dies zumindest eine probate Möglichkeit. Dann sollte der Sammelpunkt aber auch nicht zu weit weg von unserem eigentlichen Ziel sein. Richtig. Und was wir uns auf der Karte anschauen, ist das auch dann noch so, wie wir es nachher, wenn wir vor Ort sind, so tatsächlich sehen? Oder liegt alles in Trümmern und wir erkennen den Hinterhof gar nicht, den wir uns... Nun, zumindest Straßenzüge dürften weitestgehend noch erkenntlich sein. Selbst wenn... Soweit ich es sehen kann, ist ja gerade dieses Areal hier größtenteils abgesenkt worden. Wie wäre es dann, wenn wir gehen schließlich hier rein, nicht wahr? Genau. Und wir sollen das nur öffnen, wir müssen ja nicht unbedingt da rein. Aber es wäre das Einfachste, wenn wir in der Nähe sind, ja. Es geht ja vor allem darum, dass wir uns wieder treffen, nachdem wir hier waren, am Haus und dann auf dem Weg in Praios Tempel. Genau. Wie wäre es dann mit etwa hier? Das hatte ich auch im Sinn. Tatsächlich habe ich mir überlegt, da wir ja hier eine Gasse haben, die wir entlang gehen könnten, zur Not auch nach rechts oder links ausweichen, wäre dort eine Häuserschlucht zu wählen, einen Hinterhof zu nehmen, sehr sinnvoll. Ja, ich kenne den Ort, den Hinterhof. Denkt, dass diese enge Gasse mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn dort überall brennende Barrikaden und ähnliches sich befinden, wahrscheinlich ebenfalls verbarrikadiert worden ist und sich vielleicht dort ebenfalls schon Feinde befinden könnten. Dass wir also... Zweifel kann man ja auch durch die Häuser gehen. Natürlich, ich sage es nur. Falls der Gegner schon eine solche Stellung in irgendeiner Form befestigt haben mag, kann uns das natürlich zum Vorteil gereichen, wenn wir das erstmal eingenommen und gesäubert haben. Ja. Aber ich denke, es hilft nicht, sich jetzt großartig Gedanken darüber zu machen, wenn wir nicht wissen, was genau dort ist. Da stimme ich euch zu. Eventuell wäre es noch von Vorteil, wenn wir uns innerhalb der Mauern auf ein Mindestmaß an Kommunikation beschränken könnten. So es denn nicht notwendig ist. Sprechen alle von euch Attack? Bitte was? Gut. Ich vermute, das ist ein Nein. Also. Fingersprache. Für euch. Hört ihr davon, dass es so etwas gibt? Aber wir können euch die Grundzüge beibringen, sodass wir halt weiter, stopp, leise, hinlegen. Das lässt sich schnell beibringen. Die Werheimer Variante sozusagen. Genau. Ich beherrsche Attack. Ja, allerdings nur das, ja, sagen wir mal, wenn es so etwas wie ein Dialekt gibt, der Dialekt, den man in Kunschom spricht.
Gunchom ist eine Metropole. Dort müssten eigentlich die wesentlichsten Aspekte. Doch, ich denke, das wird ausreichen. Sehr gut. Im Allgemeinen sollten wir uns vielleicht dennoch auf ein Wort einigen, dass, wenn es im Gespräch von irgendeinem von uns mit uns oder mit anderen fallen gelassen wird, ein Signal für uns alle ist, dass etwas aus dem Ruder läuft, dass etwas nicht nach Plan läuft und wir möglicherweise bereits Maßnahmen ergreifen können. Habt ihr irgendein Wort als Vorschlag, das man unauffällig einbinden kann? Wenn wir explizit Situation sagen? Das Wort Situation? Ja, das Wort Situation. Nein, das wie ist die Situation bei euch Männern? Seht ihr uns schon, hätten wir es benutzt. Es ist wichtig, ein Wort zu nehmen, bei dem wir... Es könnte ja auch ein kurzer Satz sein. Es kann kein einzelnes Wort sein. Dann macht der Satz, dadurch, dass es eben ein bestimmter ist, ist auf jeden Fall besser identifizierbar. Das ist ganz ja, schön schon wieder so laute. Wie wäre das damit? Nochmal, wiederholt euer Gnaden, habt ihr gesagt? Die Stadt ist ganz schön verwüstet. Ein kurzer Satz. Jeder kann ihn verstehen. Jeder könnte ihn theoretisch überall in den Gesprächen einfließen lassen. Es würde niemandem merkwürdig vorkommen. Ja. Geister weinen mal wieder laut. Wäre mein Vorschlag, aber eurer gefällt mir ebenso. Das klingt gut und praktikabel. Gut. Dann wollen wir aufbrechen, noch einige letzte Sachen zusammensammeln. Ich denke auch. Wir sollten unsere Ausrüstung überprüfen und nur mit möglichst leichtem Gepäck reisen. Ich werde noch einmal nachschauen, ob ich einen Alchemiker wie Schnbeutel oder Stinktöpfchen bekomme. Ja, die werdet ihr sicherlich bekommen. Denkt an die Farbenfenster, dass die sich immer noch in der Stadt breit gemacht hat. Was auch immer das für finstere Rituale waren, die Rassasor, der schwarze Drache, dort ausgeführt hat. Sie wirken weiterhin, auch wenn er abwesend ist. Und ihr werdet natürlich belohnt. Denkt bitte dran, beim Quartiermeister einen nahen Angehörigen anzugeben. Solltet ihr fallen und eure Seele dem Paradies entrissen werden, so werden die 12 Dukaten eurem nächsten Hinterbliebenen überschrieben. Viel Erfolg. Als er das so sagt, lächel ich einmal hintergründig. Oh ja, bitte. Ich bin gespannt, was zu sehen, was dann passiert. Wieso? Ihr seid nicht verheiratet, oder? Ich grinse nur und gehe in Richtung Quartiermeister. Ich glaube, er spricht darauf an, dass er mehrere Frauen hat und die sich um die 12 Dukaten streiten würden. Was? Nein. Oder aber, dass er Angst vor seiner Frau hat. Ja, wir gehen ja schon. Das auch, das zählt. Also könnt ihr den kurzen Weg von dem Zelt von dem Reichserzmarschall antreten in Richtung des Quartiermeisters, euch Seile, Kletterhaken reichen lassen, Heiltränke für euch jeweils. Sehr gut. Was für eine Qualität haben die? Die. Bitte? Die Dora. Danke. Kann uns der Quartiermeister auch mit Fußangeln helfen? Er wird kurz verwundert sein, kramt dann in einer Truhe und reicht dir dann 3 Krähenfüße. Dankeschön. Dem Geister wird das nichts helfen, aber ich kenne mich damit nicht aus. Das ist eher so für die, natürlich für die, die nicht Geister sind. Und damit reiche ich diese Sachen gleich mal an den Fexgeweihten weiter, weil der wird wahrscheinlich geschickter sein als ich. Bin das vertrauenswürdig an mich. Sonst noch was? Schwadenbeutel und Stinktöpfchen. Schwadenbeutel, Stinktöpfchen. Sehe ich aus wie ein Alchemist. Ich denke. Leoma sagt, ich kriege etwas bei euch. Ja. Geht dann an ein großes Regal und kann euch dann mit einigem Zögern 2 Schwadenbeutchen reichen und auch 2 Stinktöpfchen. Das sind die letzten.